Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Wie ihr schon am Titel gesehen habt, stelle ich euch heute mal wieder ein paar Farben vor. Es gibt nämlich neue Farben von Luna Tights. Die haben jetzt nämlich Neontöne rausgebracht. 5 Stück an der Zahl sind's. So sehen sie aus im Döschen. Da kommen wir gleich noch zu. Wie immer in diesen Farbvorstellungsvideos werde ich euch natürlich zeigen, wie sehen die Farben frisch getönt aus. Wir gucken uns an, ob man sie ausblondieren kann. Ich habe sie auf meinem unblondierten Ansatz getönt, um zu gucken, ob sie da halten. Und dann habe ich sie mit einem ganz normalen herkömmlichen Shampoo gewaschen, was ich auch für meine Haare benutzen würde. Das ist in der Regel ein Feuchtigkeitsshampoo oder Repair-Shampoo, um zu gucken, wie lange halten die Farben, waschen sie sich aus, wenn sie sich auswaschen, welche Untertöne entstehen da gegebenenfalls, etc. etc. Ihr kennt das ja mittlerweile. Ich habe die Produkte über die Luna Tights Homepage bestellt, also die Originale. Da steht zu den Farben folgendes: Turn up the brightness with our new neon colors, electrify your look with our vibrant UV reactive shades, also UV-Licht. Aktiv sind sie auch. Das ist ja ganz interessant. Kann ich leider gerade nicht testen, weil ich keine UV-Lampe habe. Sollte ich mir vielleicht in Zukunft auch mal zulegen. Each dye is packed with our brightest pigments, giving you long-lasting coverage of eye-catching color. Ja, 5 Stück gibt es an der Zahl. Das hier ist Neon Lemon, ein Gelbton, der irgendwie so ein bisschen frisch, leicht zitronig riecht. Oder vielleicht meine ich das auch nur, weil es gelb ist. Das ist ja so ein Psycho-Ding. Kennt ihr das auch? Das habe ich mal im Fernsehen gesehen, so ein Test. Da wurden Getränke hingestellt in verschiedenen Farben, wo aber alles das gleiche drin war. Und dann wurde aber gesagt, das eine schmeckt eher nach Erdbeeren, das andere schmeckt nach, was weiß ich, Blaubeeren, Zitrone. Vielleicht kommt mir das jetzt also so vor, dass es so zitronig riecht, weil es halt gelb ist. Sieht hier sehr schön bright, neonmäßig aus. Schöne Farbe. Dann haben wir einen Grünton. Neon Lime heißt der. Der sieht so aus. Der sieht hier nicht ganz so neonmäßig aus. Also es geht, aber ein schöner Ton. Okay, der riecht genauso wie das Gelb. Dann haben wir einen Orangeton, der hier sehr giftig aussieht. Vielleicht erinnert ihr euch noch, dass ich mal eine Haarfarbe hatte, die so ähnlich aussah. Also es war auch so ein giftiges Orange, so nenne ich das ja immer, Giftorange, weil das einfach so geil poisonous aussieht. Das erinnert mich dann immer an diesen Kraken, der auch so orange ist mit so blauen Ringen. Kennt ihr den? Ja, sie riechen definitiv alle gleich. Das ist halt ein richtig schönes Neon, Bright, giftiges Orange. Also geiler Ton. Da hätte ich jetzt voll Bock drauf, das so auf meinem gesamten Haar zu machen. Oh, Haare wachsen schneller. Das Schwarz soll weg, damit ich alles wieder bunt machen kann. Achso, der heißt Neon Tangerine. Die haben also alle ein Neon davor. Jetzt haben wir hier Neon Guava. Das ist so ein, ja, ich würde nicht sagen rötlicher Ton, sondern eher ein rötliches Orange. Ich zeige das mal im Vergleich zu Neon Tangerine. Ja, da sieht man, dass das ein bisschen rötlicher ist, aber es ist kein reines Rot. Also schon recht ähnlich, einigermaßen jedenfalls. Dann haben wir einen Pinkton, Neon Dragon Fruit nämlich. Der sieht so aus, da finde ich jetzt hier im Döschen hat er so gar nichts Neonmäßiges. So ein Classic Pinkton. Da war ich natürlich sehr gespannt, wie diese frisch getönt aussahen. Ich hätte jetzt vermutet, dass das Gelb und das Grün sehr neonmäßig aussehen. Da gibt es ja auch bei Manic Panic Farben von, die sehr neonmäßig sind. Wie heißen die nochmal? Electric Lizard ist, glaube ich, das Grünliche. Und das Gelbe ist Electric Banana, kann das sein? Ich glaube schon. So in etwa habe ich mir die vorgestellt, ja. Die habe ich auch schon mal vorgestellt, die Farben von Manic Panic. Also so in etwa habe ich mir die Farben von Luna Tights dann vorgestellt. Und ich dachte bei, ja, den beiden Orangetönen, die werden auch relativ knallig, nur so ein bisschen giftig. Und bei dem Pink dachte ich mir so, ich weiß nicht, ob das überhaupt neonmäßig wird. Tatsächlich wurden meine Erwartungen aber irgendwie so gar nicht erfüllt. Also eigentlich genau das Gegenteil ist passiert hier. Ich zeige euch jetzt mal, wie die Farben getönt aussahen. Bei dem Gelb hier, irgendwie sieht das sehr grünlich bei mir hier auf der Strähne aus unerklärlichen Gründen. Also irgendwie viel grüner, als ich gedacht habe. Neon-Gelbtöne sind ja immer so ein bisschen künstlicher, leicht grünlicher, aber nicht so wie hier. Ich habe da irgendwie mehr erwartet. Bei dem Grün genauso, also schöne Farben, aber ich habe mir das neonmäßiger vorgestellt. Ja, bei dem Orangeton Tangerine, ja, das hat einigermaßen gut funktioniert. Bei dem rötlichen Ton genauso, der ist eigentlich auch gut knallig. Ist halt immer auch ein bisschen schwierig, muss ich sagen, das in der Kamera so gut einzufangen. Also mit bloßem Auge sehen die oft noch mal ein bisschen knalliger aus. Aber das ist dann mit der Kamera immer ein bisschen schwierig. Und ja, dieses Pink Dragon Fruit ist im Gegensatz zu dem, was ich erwartet habe, sehr, sehr knallig. Also total
knallig, bunt, also bunt ist klar, total knallig, sehr satte, schöne Farbe, tolle Leuchtkraft, also geiler Ton. Ein Standard-Pink als Neon-Variante, nicht schlecht. Erster Eindruck erstmal so, von Gelb und Grün bin ich ein bisschen enttäuscht. Dann habe ich natürlich versucht, die Strähnen zu blondieren, um zu gucken, ob sie sich ausblondieren lassen. Also die Farben, nicht die Strähnen. Das hat ganz gut funktioniert. Hier sieht man das Ergebnis. Hat eigentlich alles super gut funktioniert, ohne Probleme. Wenn man will, kann man sie sich also ausblondieren. Ja, dann habe ich die Strähnen gewaschen, wie ich schon erwähnt habe, mit einem ganz normalen Feuchtigkeitsshampoo. Hier nach jeder zweiten Haarwäsche ein Foto. Da sieht man jetzt, dass bei Orange, Rot und Pink die Farbkraft, nein Quatsch, bei Pink nicht, bei Orange und Rot ist die Farbkraft schnell verblasst, also die leuchten nicht mehr so stark wie vorher. Pink leuchtet immer noch sehr stark und jetzt im Vergleich sehen dann Gelb und Grün auch wieder strahlender aus, also weil Orange und Rot so blass sind, sehen die anderen jetzt wieder umso stärker aus. Aber so richtig überzeugen tun mich Gelb und Grün irgendwie nicht so. Aber Pink dagegen strahlt echt schön. Zwei weitere Haarwäschen später, ja, hat sich im Grunde nicht viel verändert. Alles ist ein bisschen heller geworden, aber von der Farbkraft hat sich nicht viel geändert. Pink ist immer noch schön strahlend, der Rest eher so mäh. Besonders das Rot, finde ich, sieht sehr schwach aus. Also die Sättigung lässt da sehr schnell nach. Zwei weitere Haarwäschen später, im Grunde immer dasselbe. Pink nach wie vor schön, bisschen heller halt geworden, aber immer noch sehr satt, sehr schön. Alle anderen eher so mäh. Nochmal zwei Haarwäschen später, das Ganze wieder etwas blasser geworden. Ich kann nicht wirklich viel jetzt gerade dazu sagen, weil sich einfach nicht tut. Es wird insgesamt heller. Zwei weitere Haarwäschen später. Pink ist immer noch verhältnismäßig satt und knallig im Vergleich zu den anderen Farben. Ich finde, Gelb und Grün sehen jetzt zunehmend immer ähnlicher aus. Das sieht man auch nach zwei weiteren Haarwäschen besonders gut. Ja, die sehen jetzt hier schon fast gleich aus. Zwei weitere Haarwäschen später. Rot sieht, finde ich, nicht mehr so schön aus. Orange geht so. Pink ist immer noch ganz schön. Obwohl die Farbe ein bisschen an Leuchtkraft verloren hat, ist sie immer noch sehr satt, sehr schön. Zwei weitere Haarwäschen später. Hier mal in hellem Tageslicht aufgenommen. Da ist die Sättigkeit dann nochmal etwas schwächer geworden, etwas heller geworden. Aber nirgendwo entwickeln sich großartig Untertöne. Also das Gelb wird einfach heller, das Grün wird einfach heller. Orange bleibt orange, Rot bleibt rot, Pink bleibt pink. Sehr unspektakulär. Und noch zwei Haarwäschen später. Ja, alles wird einfach nur immer heller. Ich kann nicht wirklich viel dazu sagen. Es wird einfach nur immer heller, keine Untertöne. Wie langweilig. Gucken wir uns doch mal an, wie das Ganze auf unblondiertem Haar hält. Auf meinem Ansatz nämlich. Ja, Gelb kann ich ja im Grunde sowieso nie so richtig tönen bei mir. Dadurch, dass ich so einen grünlichen Unterton habe, sieht das dann bei mir hier auch immer grünlich aus. Man sieht es also ganz leicht, aber so richtig knallig natürlich nicht. Da müsste man schon weiße Haare für haben. Das Grün sieht im Grunde fast genauso aus wie das Gelb. Leicht grünlicher nochmal. Orange sieht man auch ganz gut. Also da kriegt man dann halt einen wärmeren Kupfertouch in den Haaren. Bei dem Rotton genauso, kriegt das Haar einen leichten Rottouch, auch sehr schön. Aber alles nicht besonders kräftig, außer das Pink, das sieht man hier sehr kräftig. Kann man sich also tönen, wenn man möchte, ist dann aber nach ein, zwei Haarwischen schon wieder verschwunden. Also wäre also ein teurer Spaß. Ja, also ich möchte die Farben gerne nochmal auf meinem Haar tönen, besonders eigentlich das Gelb und das Grün, um zu gucken, ob sie da nicht ein bisschen kräftiger aussehen. Aber das geht jetzt momentan nicht. Ich muss jetzt erstmal wieder demnächst meine Ansätze machen, die sind schon wieder gewachsen. Und die sind ja dann weiß, wenn ich sie blondiert habe. Von daher könnte ich das dann mal probieren. Ich werde das in naher Zukunft, denke ich, mal testen. Was sagst du dazu, Kiri? Kira ist die ganze Zeit hier mit ihrem Spielzeug. Was sagt ihr zu den Farben? Was haltet ihr davon? Wie findet ihr sie? Wie findet ihr sie auf den Strähnen? Habt ihr sie vielleicht bei euch schon angewendet? Naja, das war's aber. Wie gesagt, erstmal, ich muss jetzt hier sauber machen. Ich habe gerade aus Versehen eine kleine Sauerei veranstaltet. Lasst gerne Feedback da. Eure Meinung, wie gesagt, Däumchen nach oben nicht vergessen. Dann danke ich euch fürs Zusehen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.